Hallihallo, ihr Lieben. Ja, es ist Freitag. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Auch wenn das Wetter wirklich gruselig ist. Ich brauche die Sonne. Ich krieg sonst wirklich noch Tobsuchtsanfälle. Das ist so ein Depri-Wetter. Hier in Berlin zumindest. Es regnet bzw. nieselt die ganze Zeit. Es ist so grau, dass man wirklich morgens schon eigentlich das Licht wieder anmachen muss. Es ist wirklich, wirklich gruselig. Ja, wie ihr seht, seht ihr hier einen großen Karton. Ich habe schon ein bisschen Post bekommen für die Kinder, was mich sehr freut. Ich hatte ja im letzten Video dazu ein bisschen was erzählt. Ich glaube, das letzte Video war auch Freitag, war? Habe ich auch am Freitag gedreht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war die Resonanz gut. Einige haben mich angeschrieben und wollten ein bisschen was aussortieren. Und das freut mich echt mega. Ich möchte auch nochmal sagen, ich habe mir das Video selbst nochmal angeguckt. Ich stehe zu meinen Worten, aber es kam vielleicht ein bisschen schroff rüber oder grob. Das war so, wie gesagt, nicht gemeint. Ich habe auch niemand persönlich angesprochen. Und natürlich ist es nicht so, dass ich das so meine, dass es ja so verwerflich ist, wenn jemand Tauschpost macht. Um Gottes Willen. Ja, ich habe auch schon Tauschpost gemacht. Allerdings nicht in einem extremen Rahmen, wie ich finde. Und ich werde vielleicht auch mal wieder Tauschpost machen. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, das gibt es immer Menschen, die das vielleicht ein bisschen falsch verstehen oder sich persönlich angesprochen fühlen oder falsch verstehen wollen. Nein, ich habe nichts dagegen, wenn jemand tauscht. Es ging um was ganz anderes, aber ich denke, das muss ich jetzt hier an dieser Stelle nicht nochmal erläutern. Wie gesagt, das ist ja auch jedem selbst überlassen. Und nein, ich habe es auch nicht nötig, weil mich jemand fragte, mich, wie soll ich sagen? Nein, ich bin nicht Mutter Teresa oder irgendwas. Darum geht es auch nicht, dass ich jetzt hier die dicke Welle schiebe. Ich bin jetzt hier Mutter Teresa und tue was für kranke Kinder. Das ist Schwachsinn. Das habe ich in der Tat nicht nötig. Aber wenn ich natürlich einen, in Anführungsstrichen, Spendenaufruf mache oder frage, ob jemand irgendwie was über hat, dann muss, in Anführungsstrichen, muss ich das ja erwähnen, ja. Ist ja nicht so, dass ich hier bettel, sondern einfach nur frage, wer möchte was abgeben, wer hat Sachen, die, ja, die nicht mehr gebraucht werden. Und ich denke, das ist ja nicht verkehrt. Das ist ja mein Kanal und ich kann das ja so machen, ja. Wie gesagt, ich bettel hier nicht für mich selber. Ich bettel generell nicht. Auch das habe ich nicht nötig. Und ich habe es auch nicht nötig, hier ständig zu erwähnen, ich bin ja die Superheldin, ich tue was für Kinder. Nee, habe ich nicht nötig. Nur das Ding ist, ich muss es jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, natürlich muss ich das Ganze erwähnen, wenn ich erzähle, dass ich, ja, wie soll ich sagen, also wenn ich jetzt so einen Aufruf mache, ne, ja, wer hat Bücher abzugeben oder Umschläge, was auch immer, dann muss ich ja auch erwähnen, wozu, wofür, für was. Ne? Das wollte ich jetzt nochmal erwähnen, aber jetzt ist auch gut. Ich habe hier ein großes Paket von der lieben Marion. Ich glaube, das war jetzt richtig. Ich habe nämlich den Schein hier, ach Mann, ich hoffe, der Name ist jetzt richtig. Ich laber wieder viel zu viel. Ich glaube, das ist richtig. Ich habe nämlich hier den Zettel schon abgemacht. Auf jeden Fall ist das Paket der absolute Kracher. Und bevor ich jetzt hier noch lange laber, werde ich euch einfach mal zeigen, was die Gute mir geschickt hat. Ja, also Marion war richtig. Und zwar hat sie auch was geschrieben. Liebe Bianca, ich teile deine Ansicht, was das Hin- und Herschicken von Paketen betrifft. Ich finde dein Arrangement toll und hoffe, du kannst etwas mit den Sachen anfangen. Das meiste ist original, verpackt und neu. Ich habe noch ein paar Umschläge, Stifte, Malbücher und Bücher besorgt. Liebe Grüße, Marion. Ist das, hä? Ja. So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zum einen haben wir hier diesen Umschlag. Und da hat sie mir ein paar Sticker reingetan. Upsa. So. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ich mache das mal ein bisschen schnell, weil es ist recht viel. Hier. Und hier haben wir nochmal einzelne Sticker. Das ist auch immer schön. Das kann man immer mal mit in den Umschlag tun. Die sind auch immer schön. Und auch schön für Kinder, finde ich. Hier mit den Buchstaben. Und Tiere und
Ja. Wie gesagt, das wäre das. So. Dann geht's weiter. Wie gesagt, das von der lieben Marion. Dann hat sie diese Wachsmaler geschickt. Auch richtig ultra mega süß. Dann hat sie einiges an Buntstiften mitgeschickt. Und die hat sie wohl, glaube ich, extra gekauft, stand in dem Brief. Und das ist echt der Kracher, weil das sind hier ja auch echt gute. Und dann halt hier mal diese. Also das ist immer toll. Die schicke ich immer sehr gerne mit, wenn ich ein Malbuch versende. Dass auch immer gleich die Stifte dabei sind. Dann haben wir Washi-Tape. Da werde ich mit der Marion reden, denn ich kreile nichts für mich einfach so ein, ob ich die Washis für mich behalten kann. Damit verziere ich gerne nämlich die Umschläge für die Kinder und die sind ultra süß dafür, weil ich denke, die Kinder an sich mit Washi-Tape können jetzt nicht ganz so viel mit anfangen, aber ich werde mal gucken. Wie gesagt, das sind die Washi-Tapes, richtig, richtig toll. Hier haben wir, die packe ich jetzt gar nicht aus, ich hatte schon mal reingeguckt, das sieht jetzt ein bisschen zerknüllt aus. Hier haben wir noch eine ganze, einen ganzen Umschlag voll mit Washi-Tapes. Und wie gesagt, Washi-Tapes kann ich gut gebrauchen, um eben die Umschläge zu verzieren für die Kinder. Also die sind hier richtig traumhaft schön, finde ich. Guckt mal, so niedlich. Ja, Schatzili. So, dann habe ich hier diese Box. Da sind Paperclips drin. Die Box ist auch mal richtig toll. Dann haben wir hier so Büroklemmen. Briefklemmen. Büroklemmen, ja. Dann diese Rolle hier. Die gab es mal bei Action, das weiß ich auch noch. Die kann ich auch gut nehmen, um Umschläge zu verzieren. Wie gesagt, manche Sachen bleiben direkt bei mir, werden aber auch für die Kinder verwendet. Die schicke ich jetzt nicht direkt an die Kinder, weil alles kann man jetzt für die Kinder nicht verwenden. Also da sortiere ich halt aus, gucke, was ist jetzt kindgerecht in Anführungsstrichen. Dann haben wir hier auch Paperclips. Die sind niedlich, da kann man, wie gesagt, ja, einen Stickerbogen an die Karte ranklippen oder was auch immer. Also das ist auch schön. Die sind ja auch ultra niedlich. Hier haben wir so Bleistifte mit Smileys. Total niedlich. Und hier haben wir auch Büroklammern. Also sie hat unglaublich viel geschickt. Und insbesondere hat sie unglaublich viele Sticky Notes geschickt. Das zeige ich euch mal eben schnell. Das sind hier diese damals von Action. Hier so Sticky Notes. Also da sind so, so unglaublich viele. Und vor allem hier auch von, die habe ich mal gesammelt, von weiß ich nicht. Blum, blum, blam. Ich mache das mal ein bisschen schneller. So. Huch, irgendwie ist die Kamera so ein bisschen abhandengekommen. So. Wie gesagt, hier ganz, ganz viele Sticky Notes. Also hier sind noch viel, viel mehr drin. Hier ist Briefpapier. Auch mit Sticky Notes sozusagen. Kennt ihr sicher auch. Die gab es mal, glaube ich, im Kick. Die hatte ich mir damals auch geholt. Oh mein Gott, das ist echt der Kracher. Hier haben wir auch Sticky Notes. Sticky Notes. Modu und nicht Modular, Modular, Modulo. Ah, die sind auch niedlich. Hier haben wir auch nochmal Sticky Notes. Da ist mein Schatzi. Bing. Der bettelt und guckt, ob was für ihn dabei ist. Ist aber nicht. Hier auch ganz viel Haftnotizen. Sticky Notes, echt Wahnsinn. Die von Modu sind echt auch niedlich. Ja, das werde ich den Kindern auf jeden Fall mitschicken. Da können sie dann auch drauf malen oder so. Ne? Das, ich denke, das geht schon klar. Dann haben wir hier diese Paperclips. Hier haben wir auch nochmal Sticky Notes. Also sie hat echt super Sachen geschickt und vor allem wirklich alles noch oder viel, fast alles eigentlich neu.
Echt der Wahnsinn. Auch hier noch Paperclips noch und nöcher. Wahnsinn. Hier auch nochmal. Ich habe damals auch total die Macke gehabt mit Sticky Notes. Die habe ich dann auch alle verkauft damals, weil ich hatte ganz viele von diesen Modulen und die waren damals echt teuer. Dann haben wir hier so ein... Ich hab lange überlegt, was ist das? Ich glaube, das sind so 3D-Figuren, sage ich mal. Also ich musste wirklich erstmal hingucken und habe gedacht, das sind Sticker und so. Und dann haben wir hier eine kleine Mini-Stanze. Dann haben wir hier zwei von denen. Die sind auch richtig, richtig toll, diese Handstanzen. Und dann hat sie mir sogar noch Umschläge geschickt. Das sind so ganz große. Also hier die Polsterumschläge. Da sind je zwei Stück drin. Richtig, richtig klasse. Und das finde ich auch richtig süß. Da haben wir hier so ein Buch. Mein Lernbuch Vorschule. Sowas ist natürlich richtig, richtig schön. Für die Kids. Dann hier Kindergarten, Ponys und Einhörner. Das ist für Kindergartenkinder, glaube ich. Mal gucken. Dann haben wir hier ein Mandala-Malbuch. Das ist ein bisschen was für größere Kinder dann. Da gucke ich dann, wie gesagt, mal. Und... dann haben wir noch Bücher, finde ich richtig, richtig, richtig toll. Richtig schöne Bücher. Und zwar haben wir hier, die kleben manchmal auch die Preise wirklich so unpassend drauf, ja, dass wichtige Sachen verdeckt werden. Das finde ich immer richtig toll. Ich gucke mal eben, ob ich das abkriege. So, ja. Und zwar Pirat Seewolf lernt lesen. Da haben wir einmal das. Das ist natürlich richtig toll. Solche Bücher sind natürlich für die Kinder echt super. So, haben wir das. Dann Victoria ist stark. Ja. Können die Eltern dann auch vorlesen. Dann haben wir hier auch wieder mit Preis. Ah, das klebt so unpassend. Dann haben wir hier Ponyhof-Geschichten. Lass mal gucken. Ich bin gleich da. So. Hier. Richtig, richtig toll. Ich glaube, die hat sie auch extra gekauft. Und das finde ich auch richtig cool. Und zwar sind das Zauberblöcke. Da kann man denn, das kennt ihr das auch noch von früher. Ich kenne das noch. Hier seht ihr das. Da ist ein Pinguin und da muss man dann mit einem Bleistift so rüber und dann kommt das zum Vorschein. Ne? Das finde ich richtig, richtig cool. Das kenne ich noch von früher. Ja. Das ist sehr, sehr süß. Davon haben wir drei Stück. Ach, wie toll. Das ist hier schön für Jungs. Das vielleicht auch und das mit den Prinzessinnen. Ach Gott. Da habe ich schon wieder ein paar Kids im Kopf. Vor allem weiß ich ja, wer auf Prinzessinnen steht. So, und das war's, meine Lieben. Eigentlich wollte ich die Pakete zusammenfilmen, aber dadurch, dass jetzt das Paket von der Marion relativ viel war, werde ich das jetzt einfach mal splitten. Im nächsten Video kommen dann zwei weitere Pakete, die ich bekommen habe. Und an dieser Stelle, Marion, vielen, vielen, vielen Dank. Die Sachen sind mega geil. Mega toll. Ich freue mich, wieder Post zu packen für die Kinder. Und ich werde dich aber auch persönlich noch anschreiben. Und ich würde sagen, ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao!